Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Lea und nach 2 Jahren gibt es endlich wieder ein Diamond Painting Video. Ich habe es endlich wieder geschafft, mich mal vor die Kamera zu setzen. Falls ihr mein Flosstube Stickvideo nicht geguckt, dann sage ich euch kurz, mein Leben hat sich echt radikal verändert. Ich bin umgezogen, komplett neue Umgebung, neue Stadt, alles neu und habe mein Leben voll verändert, bin jetzt super viel unterwegs und habe tatsächlich richtig lange nicht mehr Diamond Painting gemacht. Und weil ich jetzt die 2 Jahre tatsächlich nicht mehr kein Diamond Painting angerührt habe, bin ich bei meinen Projekten total raus. Deswegen habe ich mir überlegt, ich fange einfach bei Null an. Ich habe eine Kooperationsanfrage von onedaysaving.com bekommen. Das ist so ein Handel für günstige Diamond Paintings. Und ich dachte, ich suche mir ein paar Kits raus, die klein sind, weil ich habe gerade echt nicht so die Zeit für so Riesenprojekte. Lass meine ganzen Diamond Paintings noch in den Umzugskartons, wo sie bis jetzt immer noch waren. Und mache hier mal so was Kleines mit euch. Und ich habe von One Day Saving diese zur Verfügung gestellt bekommen. Ihr bekommt auch einen Rabattcode, den schreibe ich euch in die Infobox und da sind auch alle Links zu allen Bildern, die ihr hier seht. Ich weiß gar nicht mehr so genau, was ich gekriegt habe. Das ist jetzt schon eine Weile her. Und es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bilder, die ich auch im Titel verlinkt habe und die sind alle nicht so groß und ja, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich bin voll gespannt, ich werde euch auf dem Laufenden halten, vielleicht mal wieder ein Kitting-Up-Video machen oder ein Sortiervideo. Da habe ich jetzt voll Lust drauf wieder. Ich bin nur jetzt echt viel unterwegs und ich weiß nicht so genau, wie oft ich zum Film komme. Aber wir werden sehen. Jetzt fange ich erstmal an mit dem ersten Bild. Mit was fange ich an? Oh, vielleicht könnt ihr abstimmen in den Kommentaren. Und mir schreiben, welches Bild ich anfangen soll als erstes. Dann werde ich in den ersten Tagen, in denen das Video hoch ist, mal gucken und mich von euch inspirieren lassen, was ihr als erstes sehen wollt. So, genug gelabert. Los geht's! Und zwar habe ich auch einige mit Spezialsteinen mir rausgesucht, die nicht so groß sind. Das hier ist... Ich glaube, ich habe 2 Vogelbilder sogar und ich bin mir nicht sicher, ob ich aus Versehen jetzt 2-mal das gleiche Bild bestellt habe. Mal gucken. Und zwar ist das hier Vogel Nummer 1. Das ist so ein Kolibri und der ist richtig schön klein. Ich habe richtig Lust auf so ein kleines Projekt gehabt mit Spezialsteinen. So. Ich werde raschelnd, richtig viel rascheln, weil ich mag rascheln voll in Videos. Also, ja. Nur gleich zur Vorwarnung. Hier sind super viele verschiedene, 14 verschiedene Steine drin. Diese Vögel sahen richtig schön aus. So. Das Bild ist, die Leinwand soll 30x30 sein. Ich nehme mal an, das ist das ganz außen hier. Das ist natürlich viel kleiner. So. Das sind die Steine, die hier drin sind. Wow, hier sind richtig schöne Steine drin. Ich habe mir das beim ersten Mal angucken gar nicht, also ich habe mir nicht so genau angeguckt, als ich die bestellt habe, welche Steine drin sind. So. Und zwar habe ich hier solche Rosen. Die sind ja cool. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich muss auch sagen, es hat sich einiges getan auf den Diamond Painting Seiten. Ich war ja echt lange weg vom Fenster und es gibt schon wieder so viele neue Sachen, die richtig spannend sind und vielleicht habt ihr die alle schon gesehen. Und sie sind nur für mich neu, aber naja. Es ist nun mal so, wie es ist. Das sind... Na? Autofokus, hab dich extra wieder angemacht. Was ist da los?
Ha, jetzt. Also, die hier changieren auch so in so schönen Blau- und Pinktönen sogar ein bisschen. Nicht, wie gut man das sehen kann auf der Kamera. Diese changieren alle hier. Also viele von diesen Steinen haben funkeln in ganz vielen Regenbogenfarben. Die sehen wunderschön aus. Wir haben sogar Schwarz dabei. Und ich werde einen von den beiden Vögeln wahrscheinlich verschenken. Deswegen, wenn ein Vogelbild, dann weiß ich nicht, ob ihr das hier nochmal sehen werdet. Weil eins von den beiden Vögeln ist nächste Woche nicht mehr bei mir. Wow, so viele Steine und ich habe schon richtig Lust, den hier anzufangen. Wow, das sind ja meine Lieblingssteine, die dunkelblauen hier. Die hatte ich schon mal in irgendeinem anderen Bild. Ich weiß gar nicht mehr. War das das Einhorn? Könnte ich, oder so ein Pferd? Könnte ich da noch dran erinnern? Okay. Dann sind das die Steine. Ich räume jetzt mal alles so zur Seite. Ich muss jetzt hier irgendwie so einen ganz großen Haufen machen und hoffen, dass ich alles wieder irgendwie so zusammenkriege. Sonst sind wir nämlich morgen noch beschäftigt. Das ist der zweite Vogel. Ich hoffe, diese Verpackung kann ich wieder richtig schön zumachen. Dann... ja, die kann man besser zumachen. Die andere habe ich jetzt nämlich schon aufgerissen. Und die, ja, sieht man, dass die geöffnet wurde. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob die Beschenkte tatsächlich was damit anfangen kann. Aber ich finde, Diamond Painting ist sowas, was irgendwie jeder machen kann. So, auch wenn man sonst nicht so viel kreativ ist. Aber das ist halt sowas, was man... oh, das hängt irgendwie voll fest hier. Stört euch das Rascheln? Soll ich nächstes Mal alles vorher aufmachen, damit ihr das Geknister nicht so hört? Ich mag das halt voll eigentlich. Also, das ist der zweite Vogel. Ich weiß gar nicht, ist da jetzt ein Unterschied überhaupt? Nee, doch, bisschen. Ich gucke gerade noch. Es ist ein ganz kleiner Unterschied, aber sie sind ziemlich ähnlich. Ziemlich ähnlich. So, einmal das hier abziehen, damit es ein bisschen gerade wird. Ein bisschen, vielleicht rolle ich es mal so rum ein. Oh Mann, ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Also, ja, schauen wir uns die Steine an. Die sehen relativ ähnlich aus, aber hier gibt es nicht so viele Spezialsteine, wie es aussieht. Sind hier keine rosa Blümchen drin? Weil in dem anderen sind die rosa Blümchen nämlich hier drauf und hier legt man diese Blumen einzeln. Also, das sind die Farben. Blau. Wieder diese Steine, die gab es in dem anderen auch. Die sind so, so schön. Die leuchten nämlich auch manchmal ein bisschen pink. Dann haben wir... die hier, die sind ohne so eine Musterung. Dann schwarz, aber so blau changierend. Türkis, lila, wow, mega schön. Und so weiß, pink. Okay, in diesem Modell sind mehr so einfache Steine drin als in dem anderen. Aber ich finde die Farben wunderschön. Wunderschön. Ja. Oh Mann, ich weiß jetzt nicht, hier gefallen mir die Farben besser, aber in dem anderen sind irgendwie coolere Steine. Ich bin mir noch nicht so sicher, welches ich jetzt für mich behalte und welches jetzt verschenke. Ich habe gerade so versucht, ich weiß auch nicht, was die Person, der ich das schenke, jetzt farblich bevorzugen würde. Muss ich mir nochmal überlegen. Und die hier waren... die sind voll günstig. Ich glaube, die kosten 2-3 Euro oder so auf der Seite.
Und dann gibt es ja auch noch Rabattangebote und alles Mögliche. Oder lass es 4 Euro sein, irgendwie sowas haben die gekostet. So, ich weiß die Preise aber nicht auswendig, aber die Links sind, wie gesagt, alle unten in der Beschreibung. Ich versuche es so nach der Reihenfolge zu machen. Jetzt kommt, ich glaube, das ist das größte Bild, das ich mir bestellt habe. Das wollte ich ursprünglich in Eckingstein, aber in Eckingstein war es wohl ausverkauft. Das ist so eine Burg im Herbstwald oder so. Und ich habe schon mal so ein Bild gemacht mit einer Brücke. Das war mein erstes Diamond Painting und das hat mich so an mein... Ich kann leider nicht so richtig das euch zeigen. Vielleicht gleich, wenn ich es ausgepackt habe. Wie wär's, Lea? Hm? So. Jetzt kann ich es euch besser zeigen. Wenn die Kamera mal zoomen würde. Ja. Ich habe hier so einen neuen Aufbau, damit die Kamera so von oben nach unten guckt. Aber der ist ein bisschen instabil. Das heißt, manchmal kann es sein, dass die Kamera ein bisschen wackelt. Ich hoffe, ihr werdet nicht sehr krank davon. Oh, kriege ich das hin, das jetzt vielleicht scharf zu stellen? Ha, jetzt. So. Hier oben sieht man ein bisschen, das ist so ein Haus mit so einem Turm und so. Und es ist alles so in Herbstfarben und sieht so ein bisschen nach Halloween aus. Ach, ich bin so blöd, man sieht es halt viel besser auf der Leinwand. Ah, und ich mache mir so einen Stress. Also... Es sind runde Steine, die mir jetzt geschickt worden sind. Ich wollte eigentlich ein eckiges noch ausprobieren. Weil eckig ist halt das, was ich am Anfang toll fand. Aber naja. Ich muss sagen, rund hat auch seinen Charme. Ganz klar. Man muss sich nicht drüber ärgern, wenn die Steine nicht richtig passen und nicht die richtige Größe haben. Und ich bin gerade einfach so im Entspannungsmodus. Ich brauche einfach was richtig Einfaches. Und das fand ich ganz cool. Ich glaube, das kommt richtig gut raus für diese Größe. Ich achte ja immer sehr genau darauf, dass die Sachen gut rauskommen, dass die Motive nicht zu viele Details haben, dass man es trotzdem auf so einem kleinen Canvas sieht. Das Coole ist auch, das sind diese gegossenen. Das heißt, man hat keine Folie, die irgendwelche... Das ist keine aufgeklebte Folie, sondern der Klebstoff ist direkt gegossen auf die Leinwand. Das heißt, es hat keine Folie. Oh Mann, dieser altvertraute chemische Geruch von Diamond Paintings. Ich habe es so lange nicht gerochen. Das ist richtig cool. Wow. Oh, das ist was ich auf der Seite richtig cool fand. Ich habe ja schon einige Diamond Painting Shops vorgestellt. Aber bei One Day Saving... gibt es immer ein Mockup, also eine Vorschau, wie das Bild gepixelt aussieht, wie es gedruckt sein wird, wie es fertig, so halt grob fertig aussehen wird, zumindest halt so die computergenerierte Vorschau. Und das ist richtig gut, weil du siehst dann, wie ein Bild am Ende rauskommt ungefähr, und dann kann man halt auch mal so kleine Bilder kaufen, und man sieht halt schon, man ist nicht enttäuscht, wenn es dann nicht so aussieht, wie man sich's vorstellt. Also das hier kann ich mir richtig, richtig gut vorstellen. Das sind die Farben. Ich mache das jetzt nicht extra auf, so ihr könnt es euch vorstellen. Ganz viele Rot-, Orangetöne. Es gibt hier auf der Leinwand 23 Farben. Und die Steine sehen super aus. Aber bei runden Steinen kann man auch nicht viel falsch machen, glaube ich. Aber das... Die sehen schön gefüllt aus, haben keine Hohlräume, glitzern, sind schöne Farben. Ja, das ist mein Halloween-Herbst, meine Herbstburg, nennen wir es mal Herbstburg.
So, dann... Was war denn dieses? Oh, ich glaube, das hier ist mein Favorit. Den machen wir zum Schluss. Das sieht so cool aus. Ich habe es nur gesehen, weil man hier reingucken kann. Aber ich tease auch mal ein bisschen. Oh, das ist so cool. Hier habe ich auch schon kurz Dreck. Ah, dann machen wir jetzt das hier vielleicht. Das ist auch ein Special Shape Diamond Painting. Ich habe einige mir ausgesucht, die einfach nicht so groß sind, weil, wie gesagt, ich habe nicht so viel Zeit für Diamond Painting eigentlich. So, das ist eine Blüte. Und die hat auch Steinchen. Die habe ich noch nicht gesehen. Tatsächlich viele von den Special Shapes sind einfach über die Jahre immer dieselben geblieben. Und man hat sie 100-mal gesehen. Boah, die Folie ist ein bisschen krass. Man hat sie 100-mal gesehen. Aber die hier habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Die finde ich richtig schön. Das sind die Steine dazu. Oh, hier sind auch so Tropfen. Oh. Die mache ich für euch auch, auf jeden Fall. Wir haben richtig viel Lila. Und Rosa. Und Lila. Und so ein Blau. Und sowas. Die sind so Peach, Aprikose, irgendwie so. Seht ihr selbst. Warum erkläre ich das eigentlich? Die finde ich auch mega schön, diese Farben. Schau hier. Dann gibt es hier so goldfarbene, aber die sind irgendwie mehrfarbig. Da gibt es manche, die sind irgendwie, die haben alle unterschiedliche Farben. Das ist interessant, das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Ach man, guck mal, so rum sieht man es doch viel besser. Ich bin so schlau. Aber wow, das sieht richtig schön aus. Und die hier, vielleicht verschenke ich sogar das hier. Wow. Die sind echt richtig schön. Tja, das ist die große Frage, welches Bild ich jetzt behalte und welches nicht. Das ist diese... Was ist das? So eine... Ach, mir fehlen die Worte. Naja, wie auch immer. So, was machen wir als nächstes? Das war die hier. Dann haben wir noch ein letztes Special Drill Kit. Und zwar ist das ein Mandala. Ich hatte, glaube ich, bisher... Doch, ich habe ein Mandala. Das habe ich angefangen, aber nicht fertig gemacht. Und es liegt irgendwo in einem Umzugskarton. Ja. Irgendwann habe ich schon Lust, auch mal meine großen Projekte, die ich habe. Ich habe ja noch so... Evermoment, so richtig teure Evermoment Kits. Und so ein großes Pikmondu-Bild habe ich auch noch. Und, oh, ich weiß gar nicht mehr, ich habe noch voll viel eigentlich. Oh, ich weiß gar nicht, wann ich das machen soll. Ich habe hier in Heaven and Earth noch angefangen. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu überhaupt ein Video jemals hochgeladen habe. Aber das kommt jetzt wieder. Irgendwann gehe ich mal meinen ganzen Stash durch und zeige euch alles, was ich so habe, irgendwann mal. Und dann fange ich nacheinander eins an. Und nicht 100 auf einmal. Und dann wird eins nach dem anderen fertig gemacht. So, das ist das Mandala. Das fand ich mega schön. Und ich glaube, es sind auch so grüne Farben. Grüne, Blau- und Grüntöne, ja. Und ganz viele Tropfen. Oh, sehr schön. Wir haben hier sowas. Und grün und weiße Tropfen und blau. Wow, die sind so schön. Und weiß, perlmuttartig. Oh, diese Tropfen sind ja mega schön.
Wow, richtig viele von diesen schwarzen, die so blau changieren. Gold, Türkis und Grün. Das ist so schön. Das ist so schön. Oh, es ist, wow, ich weiß, wow, ich brauche echt eure Hilfe. Ich brauche echt eure Hilfe, mit was ich anfangen soll. Ich kann mich nicht entscheiden. Und ich weiß auch noch nicht, ich weiß halt nicht, also keine Garantie, ne? Irgendeins wird verschenkt. Vielleicht verschenke ich das Mandala sogar. Irgendeins von den Spezialsteinen verschenke ich. Ich werde jetzt wahrscheinlich, weil ich so eine Perfektionistin bin, am liebsten würde ich einfach alle der Person schenken, damit ich mich nicht entscheiden muss. Weil ich kann mich nicht entscheiden. Das ist richtig schlimm, allein die Entscheidung zu treffen, welche Bilder ich jedes Mal aussuche. Katastrophe. Und jetzt überlege ich so, oh, vielleicht mag sie lieber die, aber vielleicht mag sie lieber das. Und eigentlich könnte ich ihr jedes einzelne von diesen schenken wahrscheinlich. Und sie fänd alle toll. Und es ist total egal. Aber ich muss mir voll den Kopf machen. Hier ist übrigens so eine Plastikpinzette drin. Das habe ich ja auch schon lange nicht mehr gesehen. Die ganzen Toolkits sind halt immer dieselben bisher gewesen. Deswegen habe ich die jetzt nicht gezeigt, groß. Ich wünschte, man könnte ohne Toolkits bestellen. Das wäre so cool, aber die packen die wahrscheinlich schon fertig und können die dann, es wäre dann voll umständlich, das alles extra wieder auszupacken. Mega schön. Okay. Jetzt kommt Nummer 6. Mein absoluter Favorit. Ihr seht ein Gesicht. Oh Mann, ich weiß gar nicht mehr genau, welches von diesen ganzen Bildern ich bestellt habe, weil es gab einige davon. Einige. 30 x 40 cm. Und auch echt günstig. Echt, echt. Wow, sie kommt so schön raus. Und es ist halt diese Art von Diamond Painting, wo das Bild komplett gedruckt ist. Und ich weiß nicht so richtig, wie es rauskommen wird, wenn da jetzt Steine drauf sind. Ich hatte das schon mal und ich habe es bis heute nicht ausprobiert. Deswegen, das sieht krass aus jetzt so. Aber, also zwei Sachen. Drei. Erstens, eine Zuschauerin hat mir unter mein Diamond Painting Bild damals geschrieben, dass sie sowas schon mal gemacht hat und es richtig gut aussieht mit diesen. Also wisst ihr, weil es sind nicht nur Punkte in einer Farbe, sondern es ist mehr. Es ist so, das Originalbild ist so im Hintergrund noch drauf gedruckt. Ich kann mir vorstellen, zwischen den runden Steinen ist ja Platz und dass man da ein bisschen was davon durchsieht und dass es dadurch insgesamt realistischer noch wirkt, als wenn man nur wirklich die Farbpunkte druckt. Das gibt es ja auch bei manchen Diamond Paintings, dass man nur die Farbpunkte druckt. Und der andere Gedanke ist, dass die wahrscheinlich die Farbpunkte halt so viel verdecken, dass man es am Ende gar nicht sieht und es schlechter aussieht, als es jetzt aussieht. Das ist die zweite Option. Wir werden es herausfinden. Oh, vielleicht fange ich das auch an. Wow, wie cool ist das denn? Mega schön. Sie ist so wunderschön. Auch hier dieser dunkle Rand. Oh, vielleicht fange ich das an. Nein. So schwer die Entscheidung. So schwer. Standard Toolkit. Und das sind die Farben. Wir haben hier 22 Farben. Und das sind die Farben. Ich muss sie gar nicht auspacken. Sie sind vorsortiert in Tütchen. Ich glaube, ich werde sie sogar in den Tütchen einfach drin lassen tatsächlich. Das sind die Farben. Ich mag, dass es so dunkelgrün und schwarz und dunkelblau und solche Töne da auch drin gibt. Wunderschön. Und die Nummern sind sogar, die Farbnummern sind auf den Tütchen schon aufgedruckt. Das heißt, ich muss sie nicht irgendwie noch, ich kann sofort loslegen. Ich muss nichts vorsortieren, nichts machen. Fertig. Also, soweit sehen die Sachen richtig gut aus. Wir haben hier 22 Tütchen drin. Bei diesen kleinen Kits kontrolliere ich meistens nicht, weil bisher hat da auch nie irgendwas gefehlt. Und ich kontrolliere Farben echt nur noch bei so richtigen Riesenprojekten.
Ja, ich bin, der Versand ging super schnell. Es hat eine Woche gedauert, vielleicht, dass das hier war. Die Preise sind echt super günstig und die Links findet ihr alle in der Beschreibung, inklusive Code. Ja, hilft mir bei der Entscheidung. Es ist so schwer, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Oh. Ich freue mich so. Es ist so schön, euch wieder mit auf meiner Reise zu haben und die Motivation durch euch zu haben, mal wieder Diamond Painting zu machen und mal jemand wieder zu haben, den ich voll quatschen kann mit meinen Gedanken zu diesem ganzen Thema. Falls ihr übrigens näht oder bastelt, mein Online-Shop ist ladyrevenga.de. Den gibt's seit 11 Jahren und ich verkaufe dort Nähsachen, Schmucksachen, alles Mögliche zum Basteln. Schaut mal vorbei. Lasst mir ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Danke fürs Zuschauen.